fängt gleich so schön an. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei einem neuen Let's Play. Und zwar geht's, wie ihr schon sehen könnt, um To The Moon. Ich freue mich total drauf, das Ganze mit euch spielen zu können. Und ich muss sagen, ich spiele es absolut blind. Ich habe ein bisschen was über das Spiel gelesen, dass auch der Soundtrack so schön sein soll. Und ich muss sagen, allein der Anfang, ich habe schon fast Gänsehaut. Echt, ich finde das so schön, passt so schön. Und ich freue mich jetzt drauf, mit euch das Ganze zu spielen. Also dann, wir gehen mal auf Beginnen. Rosaline, wo bist du mit deinen Gedanken, Neil? Dr. Watts, entschuldige vielmals, dass ich heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Sehr löblich. Du hast es trotzdem überfahren. Da liegt es, platt ist es. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen den Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Der Mann sieht's wieder sehr pragmatisch. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, ich hätte einen Hundewelpen gerettet. Gute Idee. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfellknäuel gerettet. So, Krise abgewendet. Gut, das kannst du dann ja alles so in den Bericht schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Dann machen wir das doch. Ja, aber ich spiele doch mit dem Gamepad. Was soll ich denn da drücken? Ah, okay. Ausrüstung erhalten. Hab das Mistding. Lass uns loslegen. Rechte Maustaste drücken, um das Menü aufzurufen und zu schließen. Ah, okay. Entschuldigung. Charaktere: Dr. Neil Watts, Technician Specialist Sigmund Corporation. Dr. Eva Rosaline, Senior Memory Traversal Agent Sigmund Corporation. Was ist das? Kann man hier noch irgendwas machen? Notizen. Inventar. Ausrüstung. So eine schwere Kiste kann nur wichtige Dinge enthalten. Wahrscheinlich. Hier kann man auch nichts mehr machen. Gehen wir doch mal raus. Na gut, dann speichern wir mal. File 1. So. Jetzt können wir hier oben hingehen, oder? Hey, warte mal, was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Deswegen hat sie wahrscheinlich nichts gesagt. Praktisch, die Türen gehen auch zu. Wie du immer an mich denkst. Also die Musik ist ja wirklich super schön hier drin. Gefällt mir echt super gut. Aber hier geht's nicht weiter. Dann wohl der andere Weg. Das Schild zum Haus zeigt in die andere Richtung. Oh, wie nett von ihm zu existieren. Ihr meint bestimmt das Schild. Ist das hier das Schild? Mäuschen, du stehst mir da immer so ein bisschen im... Oder wen steuere ich denn? Mäuschen? Ja, ich steuere Mäuschen. Weg zum Haus der Wilds? Wie auch immer. So ein Schild aufzustellen, wenn man mitten im Nirgendwo lebt, das ist schon fast eine Einladung für Einbrecher.
Ja, nu, man muss ja auch Leuten wie uns hier irgendwie mitteilen, wo man hingeht. Ach, hör schon auf, ich habe das Auto zu Schrott gefahren, nur um ihm auszuweichen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ausweichen und das Auto nicht zu Schrott fahren? Das ist ein bisschen viel verlangt. Na, hat er recht. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Na, auf jeden Fall bleibt sich hier im Eichhörnchen hängen. Aber... Geht ja schon mal gut los hier. Ah ja? Müssen wir hier... Ach, das sind Treppenaufgänge. Oder Rampen oder sowas. Und ich dachte, das sind Wände. Oh, Blockade. Wer hat da einen Felsbrocken hingelegt? Vielleicht ist das ihr Sicherheitssystem gegen die Einbrecher. Zur Gurke nochmal, was? Unsere Zeit ist zu kostbar für solchen Quatsch. Versuchen wir ihn aus dem Weg zu rollen. Vielleicht können wir einen Ast als Hebel benutzen. Da kommt wieder der Wissenschaftler durch. Ruckzuck Muskeldruck. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesem Ding hier die Schuld. Ich würde sagen, wir suchen einen Ast. Oder wir machen mal mit den Händen bewegen. Alles klar, auf drei. Eins, zwei, knack, Rücken. Drei. Hey, was ist das? Das, hast du das auch gesehen? Was war das? Kein Felsbrocken, so viel steht fest. Naja, wir müssten sowieso weiter. Wir können später nochmal drüber nachdenken. Ja, genau. Bewegung? Nein. Ja, Bewegung, genau. Das ist das Kommando. Oh, ein Eichhörnchen hat's. Wie idyllisch. Also dafür, dass das hier mit dem RPG-Maker gemacht ist, sieht es echt richtig gut aus. Oh, Blümelein. Komm, sei mein. Können wir nicht pflücken. Hier sieht schon mal sehr hausig aus. Wir gehen hier erstmal zu dem Haus, da müssen wir bestimmt hin. Bevor wir hier irgendwie komplett in der Landschaft rumrennen. Klopf, klopf, klopf. Mom, Sie sind da. Kein schlechter Ort, um in Rente zu gehen, was? Da geht noch was. Er hat bestimmt was anderes vor. Er will noch ein größeres Haus. Nachtschichten. Liebst du oder hast du sie? Du kennst die Antwort, du verdammte Nachteule. Wir werden wahrscheinlich wieder eine Nacht durchmachen müssen, weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Oh, das ist nicht gut. Halt den Mund. Kaffee scheint ihr Elixier zu sein. Und das Meeresrauschen wird unsere Ohren sanft umspielen. Davon werde ich bei deinem Gequatsche ohnehin nichts mitbekommen. Und deine Augenlider werden so offen sein wie die Tür. Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Die beiden scheinen sich gut zu mögen. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das hier. Das ist, könnte mein Ausspruch sein. Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Mhm. Dr. Watts und Dr. Rosaline nehme ich an. Danke, dass Sie so kurzfristig herkommen konnten. Kein Problem, ich bin selbst nicht so gut darin, Tode vorherzusagen. Was?
Sind Sie die Tochter des Patienten? Oh, nein, ich bin nur die Pflegerin. Zack. Und das sind meine Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job, deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an, dieser Johnny ist unser Mann? Johnny? Hören Sie, wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für Sie. Nein, nein, nein. Er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also dann, schnapp dir den Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadenersatz. Ausrüstung erhalten. Genau. Okay, ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Nach oben? Ja, bitte. Okay, sie sind weg. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Oh, Melodei. Kommen sie an, die Rabauken. Das ist nicht fair, du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal, du hast die eh bei, weißt du, hast eh die beiden langweiligen Noten. Die Musik ist wirklich schön. Für ihr Alter sind diese Kinder ziemlich gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja, komm schon. Achso, jetzt bin ich wieder dran. So, guten Tag. Entschuldigung. Sprechen wir doch mal hier mit... Ihr, Lilly. Wo wollen Sie aufbauen? Wir gucken uns erstmal um. Ach, ich glaube, ich möchte dieses unfassbar schwere Gerät noch ein wenig länger durch die Gegend tragen. Aber danke der Nachfrage. Wo geht's denn da hin? Ins Bad. Okay. Na, wir machen erstmal hier glitzert irgendwas. Da kann man doch bestimmt schon was nehmen. Ach, Licht anmachen. Das ist auch schön. Also das ist so, ich habe noch nie wirklich eine Stehlampe neben dem Klo gesehen, aber er hat was. Gut, dann bauen wir erstmal hier auf, damit er sich die Arme nicht länger zerrt. So, wir Maschine absetzen. Ja, dauert nur einen Augenblick. Oh. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Licht aus. Oh Mist. Reine Routine, ich teste nur, ob ihr aufpasst. Nett. Macht er sich? Der Arzt? Nicht so gut, wenn Sie mich fragen. Er hat noch ein oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können ihm ja also jeden Wunsch erfüllen, ja? Wir können es zumindest versuchen. Bis jetzt haben wir es noch immer geschafft, denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Die alten Knacker werden auch immer abgedrehter, was? Also das ist möglich. Also ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt Ja.
Warum erzählen Sie uns nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein seltsamer Mann. In den 2 Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich hätte mehr erfahren, wenn ich sein verdammter Zeitungsjunge wäre. Sei still, mache einfach deine Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, könnten Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte sicher nichts dagegen, er hat Sie beide ja beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns beiden spielt Detektiv? Ich will. Ich nehme Dr. Watts. Ich mach das. Ich hab mal den Sherlock Holmes in der Theater AG gespielt. Du hast den Watson gespielt. Pah, ist doch das Gleiche. Einfach hier konfigurieren, sie läuft schon. Meine Kinder können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Jetzt sprechen wir mal mit dem Arzt. Er ist nicht mehr ansprechbar, aber wie es aussieht, tut er sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Okay, können wir denn hier mit dem... mit Johnny noch irgendwie sprechen? Nein. Gucken wir uns mal in der Ecke da hinten um. Eine Auswahl medizinischer Fachartikel. Können wir die nehmen? Nee. Können wir mit Lilly nochmal sprechen? Vielleicht hat die noch irgendwas zu sagen. Tommy und Sarah können Sie im Haus herumführen, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Gut, das sagtest du schon. Vielen Dank. Dann gehen wir hier nochmal... mach doch mal Platz nochmal ins Bad. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Vielleicht muss er ja auch mal... Nein. Hier ist nicht wirklich was, dann gehen wir doch mal. Muss man hier immer einmal komplett rumlaufen? Na gut. Wo geht's denn hier hin? Nirgendwo hin wahrscheinlich. Das Gemälde zeigt einen Leuchtturm an der Küste. Ups. Das Gemälde zeigt eine Frau. Sie hält etwas Gelbes und Blaues. Das Gemälde zeigt ein Tier oder so etwas. Das Gemälde zeigt 3 Leute, die sich unterhalten. Gucken wir mal hier am Schrank. Geht nix. Warten Sie, kommen Sie noch einmal kurz zu mir. Ich habe hier etwas für Sie. Dann machen wir das doch, wenn der Herr Doktor ruft. Hier, nehmen Sie das. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Ah, okay. Damit wissen Sie jederzeit, wie es Johnny geht. Ich hoffe, es hat keinen Selbstzerstörungsknopf. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Johnnys Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Gucken wir doch mal ins Menü. Ach, da oben jetzt, okay. Ja, der hat aber noch ein recht... kräftige Amplitude sein Herz hier, würde ich mal sagen. Gut, trotzdem müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise beeilen. Wir gehen jetzt mal... Ach so, ist eine Tür wahrscheinlich hier. Ach, ein Durchgang, okay. Es ist jetzt... irgendwas vor 12, okay. Also für Kinder spielen die wirklich sehr gut. Sprechen wir die beiden mal an. Was wollen Sie? Führt mich durchs Haus. Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung, das ist alles. Mhm. Oder was meinst du, Tommy? Ja. In Ordnung, reden wir darüber.
Was wollt ihr, drei Käsehochs? Wir wollen eine Trillion Dollar. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die. Was? Das ist eine riesengroße Zuckerstange oben in dem Regalfach, an das wir nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns und wir machen mit Ihnen eine Tour durch das Haus. Wie sieht's aus? Ja klar, ich hole sie. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppen raufzurennen, sonst würde ich das eurer Mutter erzählen. Alte Petze. Die Küche ist rechts von der Treppe. Holen Sie sie uns. Das ist ja fast wie eine schreckliche Quest und das gleich am frühen Abend.